Grüß euch, Schülerinnen und Schüler aus Steinerkirchen. Ihr kriegt Zeit von mir ein Message aus meiner Werkstatt aus und auch eigentlich aus meinem Atelier. Kommt's mit! Grüß euch! Wir sind jetzt da in meiner Werkstatt, die seit dem 1. Jänner zum Atelier geworden ist. Man sieht das. Und ich möchte euch jetzt einfach einmal eine Message schicken zum Thema bildnerische Erziehung und Zeichnen. Das da ist mein Assistent, der Max. Der hat nämlich gesagt, Wolfgang, das geht sich nicht mehr aus, du musst ihnen auch was in Zeichnen schicken. Die brauchen was, was kreativ sein können. Das mache ich jetzt mit euch. Schaut her, ich habe seit 1. Jänner 2021 beschlossen, dass ich jeden Tag 3 Bilder mache, ein Triptychon. Und ich habe auch beschlossen, ich verwende nur Farben, die bei mir im Fundus sind. Ölfarben, die schon immer drumlingen, Graphit, Kreiden, Pastell, Papier. Und jetzt zeige ich euch einmal, was da rausgekommen ist. Da liegen ein paar Bilder am Boden, die sind gerade runtergefallen. Das zum Beispiel, die 3 Bilder habe ich gemacht. Gestern und die vorgestern, das sind Frottagen, Mischtechnik, Aquarell, Pastell und Ölfarben. Und der Max sagt dann immer, ob das was geworden ist. Gestern hat er mich geschimpft. Ja, da hat er gesagt, Wolfgang, du bist ein schlampiger Hund, du bist gescheitert. So ist es. Und was kann ich euch noch sagen da in meinem Atelier? Das ist eine Skulptur, die habe ich im Sommer gemacht, vorigen Sommer, vorigen Sommer. Mit dem Edvardas Radzevicius, das ist ein Künstler aus Litauen, da haben wir nur mit der Motorsäge gearbeitet. Vier Tage Sommerferien, tadellose Geschichte für mich. Ihr seht im Hintergrund natürlich auch meine Maschinen, wo ich auch die Rahmen zum Beispiel baue für die Viertklässler. Und jetzt schauen wir nur mal zu meinem Arbeitstisch, das ist eigentlich eine Werkbank. Und da habe ich jetzt eine zusätzliche Message. Ich möchte euch motivieren. Macht's jeden Tag, wenn es euch gefällt. Auf kleinem oder großem Format. Ein Bild, das euch gerade total spontan einfällt. Ich tue auch nichts anderes. Ja? Macht's ein kleines Bildtagebuch, was euch speziell aufgefallen ist. Vom Handy-Design bis, wenn man beim Fenster ausschaut, was sieht man da? Oder was war heute ein Gegenstand, mit dem ich der mir angegangen ist, oder was ein Gegenstand, der irgendwie eine spezielle Form hat, probiert es. Macht eine Bildgeschichte zu eurem Homeschooling, eine lustige Bildgeschichte zu eurem Homeschooling, und schickt mir's. Der Max und ich, wir sind die Jury, und ich darf sagen, dass die besten Stories nach diesem Lockdown, da lasse ich mir was einfallen. Da gibt es dann ein paar Preise, natürlich im künstlerischen, malerischen Bereich, von mir aus so ein Assortiment Pastellkreiden oder ein Supermalstift. Und das Wichtigste, kreativ bleiben. Wir sehen uns in aller Frische und Gesundheit nach dem Lockdown wieder. Im Max wird schon zu viel. Ich freue mich. Nur einen schönen Abend und pfiat euch.